Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye-o! Bye-o! Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ihr fragt euch bestimmt, warum startet der hier und nicht auf der Worldmap? Ganz einfach, ich würde heute gerne erstmal die letzten beiden Minispiele einmal machen. Weil wir eventuell sonst nicht danach dazu kommen. Also angeln wir jetzt und gucken, was geangelt wird. Okay, ich muss auch nur rasch den richtigen Knopf drücken, wenn der Fisch mal anbeißt. Da bin ich richtig gut drin, wie es scheint. So, da müssen wir nämlich irgendeinen speziellen Fisch einmal fangen. Wow, Minifisch. Okay. Der wird größer. 509. Aber nur eine Münze. Komm. Gib mir diesen komischen Silberfisch. Oh. Fast 2 Kilo. Die werden immer größer, die Fischis. Um Gottes Willen. Oh, das scheint ein ganz dicker zu sein. Und ab ins Wasser. Okay, wir wissen jetzt, wie das wäre der wahrscheinlich gewesen, den ich die ganze Zeit haben will. Okay, wir haben ihn, glaube ich. Okay. Ist der riesig. Jawollo. Angler Kirby. Okay, wir haben, was wir wollten. Mein Rekord ist aufgezeichnet. Übrigens, den Kugelblitz habe ich schon mal für den Bosskampf ausgerüstet. So, jetzt wollen wir das hier nochmal spielen. Alle Versionen. Gut, dass ich gerade so viel Geld gesammelt habe. Okay. Ich sehe schon, wie das gespielt wird. Das ist im Handheld wahrscheinlich einfacher. Nee, ich gehe rechts rum. Nein! Boah, jetzt roll nach links. Danke. Vielleicht wird was freigeschaltet. Ja, genau, wenn man es einmal gemacht hat. Okay. Stufe 2. Oh nee, 2 gleichzeitig. Ich mache erstmal den rechten. So, beide drin. Direkt zum nächsten. Wahrscheinlich sind es nur 3. Das hätte ich eh offenbar nur alleine machen können. Um Gottes Willen. Das ist doch prädestiniert, darauf zu scheitern. Okay, das kann einen Moment dauern. Vorsichtig. Ja,
Nein! So, vorsichtig. Nein, so knapp vom Ende. Oh, geschafft. Puh. Ich hoffe, das war die letzte Version. Nee, ne? Natürlich muss ich es auch noch mal sehr schwer schaffen. Ah, okay, es reicht, wenn ich es nur freischalte. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eben schnell die letzten Herausforderungen und dann setzen wir uns an den Bosskampf. Beim nächsten Mal natürlich. Also ich mache jetzt nur noch die Herausforderungen, die hier vorne sein sollten. Ich kann noch mal gucken. Sturm, Tornado, Schatz und Multistopfer-Schatz. Und ich würde gern vor dem nächsten Mal noch hier die letzten Waddle Dees einsammeln. Und das habe ich noch nicht gemacht. Ja. In den Abgrund. Perfekt. Genauso wie es geplant war. Ja, auf mich beißen zu wollen. Das ist nicht nett. Schnell wechseln. Perfekt. Einfach durch. Komm her, mein Ring. So, einfach nur die Teile am Boosten. Passt so. Noch muss ich direkt von ganz neu. Bitte gereicht mich hier auf die letzte Platte zu setzen. Warum? Warum ist das Spiel so fies? Ich Vollidiot. Gut, dass ich was habe, das meine Geschwindigkeit erhöht. Einfach ignorieren. Ich ignoriere alles. Hoffentlich ist das schnell genug. Ach nö, jetzt muss ich auch noch mit Auto. Nie im Leben bin ich schnell genug. Manchmal nimmt der Spring einfach nicht, ne? Einfach durch. Oh, noch jede Menge Geld. Nie im Leben war das rechtzeitig. Sag ich doch. Aber wie unglaublich lang diese Challenge auch ging.
Das finde ich so mega krass. Da hätte ich jetzt noch eine Challenge vermutet. So, und Sturmtornado-Schatz fehlt noch. Ja, einmal durch, ne? So, erledigt. Easy. Easy. Weniger easy, weil ich die schlecht treffen kann. Und kaum Schaden mache. Am besten ist eigentlich, wenn ich wirklich beide gleichzeitig treffe. Aua. Das mit diesen Blitzangriffen, da finde ich nice. Autschen. Tschüss. So. Damit haben wir diese Challenge auch abgeschlossen. Und haben jetzt alles gemacht, bevor wir hier zu dem Boss gehen. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wo wir dann DDD eine auf die Nase geben. Tschüss.